Bei fast unerträglichen heißen sommerlichen Temperaturen schaute ich auf einen Kurzbesuch beim Spiel- und Dorffest in Spesbach vorbei. Während die Großen sich es im Schatten gemütlich machten und ihr kühles Bier sowie eine Bratwurst gönnten, trotzten die Kleinen der brutalen Hitze und nutzten die Spielangebote des Vereins. Am Mikrofon habe ich nun den Vorstand des SV Spesbach. Also ich bin der Steffen Heib, bin der Wirtschaftsvorstand hier in Spesbach beim Sportverein Spesbach. Wir haben diese Woche ja das traditionelle Dorf- und Spielfest. Ja? Und es hat angefangen bereits am Freitag mit dem Damen-Mitternachtsturnier. Da waren unter anderem Mannschaften dabei wie Heldersberg, Kottweiler Schwanden, die Olympia Rammstein, der TSG Kaiserslautern. Unser Integrationsteam war mit dabei, die eigene Damenmannschaft war auch noch mit dabei. Reichenbach war auch anwesend. Das hat also sehr gut geklappt, war auch schön. Turniersieger wurde übrigens Heldersberg. Am Samstag ging dann der Tag so dahin. Eigentlich waren Jugendspiele geplant, leider konnten die nicht durchgeführt werden, weil die Jugendmannschaften kurzfristig abgesagt haben, die waren in Urlaub. Ist verständlich, es ist Urlaubszeit, noch Ferienzeit, da sind die Eltern meistens mit den Kindern im Urlaub. Aber am Samstagabend haben wir zum ersten Mal die Bierkastenrallye gemacht hier in Spesbach. War eine super Gaudi, hat jedem gut gefallen, war wirklich eine tolle, gelungene Veranstaltung. Danach hat der Bürgermeister um 12.30 Uhr das Dorffest eröffnet. Waren auch prominente Gäste heute hier. Ja, nicht nur unser Ortsbürgermeister Ralf Lesmeister war hier, sondern auch die Frau Angelika Klöckner war hier. Der Martin Müller war hier. Es war noch hier, der Daniel Schäffner war auch hier. Und dann haben wir heute gegen 15, 16 Uhr haben wir dann hier das Spielfest für die Kinder eröffnet. Ja, das läuft auch noch im Hintergrund, läuft ja gerade noch das Spielfest. Das haben wir eröffnet, war ganz toll. Ich denke, die Kinder, so wie der Anlass hier ist, haben sehr viel Spaß gehabt, die Eltern auch. Es gab Kaffee, Kuchen, traditionell das Essen von den Ortsvereinen, von dem Kaninchenzuchtverein P76, dem VDK-Ortsverein und auch dem Tischtennis-Ortsverein. Was bedeutet für euch als Verein die Jugendförderung? Wir als Sportverein setzen generell viel auf die Jugend, ja, weil wir sagen, ohne die Jugend läuft es auch nicht. Ja, das ist ganz klar. Wir werden alle älter, es geht irgendwann nicht mehr weiter. Dann müssen eben die Jungen ein bisschen nachrücken. Deswegen finde ich es auch schön, dass sich viele Jugendliche hier immer zu unserem jährlichen Dorf- und Spielfest hier einfinden. Ja, die sich auch mit dem Verein identifizieren. Das ist eigentlich sehr schön. Und ja, das ist uns eigentlich, ist das Fest sehr, sehr wichtig. So, ihr Lieben, die Hitze hat mir wohl den scharfen Blick durch die Kameralinse weggenommen. Daher würde ich mal sagen, ab in den Schatten, bis zur nächsten Sommer-Holiday-Tour-Ausgabe.